Willkommen zurück und weiter geht's mit der Serie Build a Paul Bearer Figure. Hier haben wir Damien Sandow Basic Toys R Us Exclusive Build a Figure Paul Bearer. Hier die Rückseite Best of Pay-Per-View 2014 Money in the Bank. Und natürlich auch hier wieder die anderen Kerle in der Serie Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Daniel Bryan. Und jeder kommt mit ein bzw. zwei Teilen für Paul Bearer. So, dann haben wir hier Damien Sandow in der neuen, ja jetzt nicht mehr so neuen, Basic-Verpackung. Ich würde sagen, wir holen den Kerl gleich mal aus seiner Verpackung. Also bis gleich. Und hier haben wir Damien Sandow außerhalb der Verpackung. Und zwar kommt Damien Sandow mit dem Oberkörper von Paul Bearer, den wenn man hier aus der Jacke drückt, sollte man eigentlich sehen, voilà. Nicht wegwerfen, dass es eine Elite-Figur wird. Hier, an den Bauchcrunch. Dann stecken wir den Kerl wieder in die Jacke, den Oberkörper. Und kommen gleich zu Damien Sandow. Hier, ein sehr gut getroffener Facescan für eine Basic. Hier mit seinen langen Haaren, seinen Vollbart. Kommt mit zwei schwarzen Elbowpads, weißen Wristbands, einer schwarzen Hose ohne viel Designs. Sehr muskulös, finde ich, ist er so eigentlich nicht definiert, aber naja. Dann zwei großen pinken Kneepads und zwei simplen weißen Boots, also viel zum Design gibt es dann nicht zu erzählen. Die Standardausführung, Basic eben, keine Tätowierungen, nix. Einfach gestaltet, beziehungsweise was heißt einfach gestaltet, der Kerl hat halt einfach so ein einfaches Outfit. Und damit möchte ich auch schon wieder zum Ende kommen und mich fürs Zusehen bedanken und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vielleicht sogar einen Daumen hoch oder ein Abo da lasst. Also bis zum nächsten Mal.